Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zum Thema Wo finde ich eigentlich was? Zunächst befinden wir uns in der Anmeldemaske, wo wir Login-Wort und Passwort eingeben müssen, um mit TEOG arbeiten zu können. Haben Sie bisher ohne einen solchen Benutzerzugang gearbeitet, lassen Sie beide Felder einfach leer und klicken auf Anmelden. Nun befinden wir uns im Hauptmenü. Die am häufigsten gebrauchten Punkte, wie Patient oder Rezept, finden Sie hier zentral als Kacheln dargestellt. Suchen Sie allerdings eine Kartei, die hier nicht aufgeführt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich in einem der Menüpunkte befindet. Bevor Sie nun allerdings alle Menüpunkte einzeln durchsuchen, finden Sie etwas weiter unten eine Menüsuche. Mit dieser lässt sich nach bestimmten Begriffen suchen, wie zum Beispiel Kostenträger. Mit einem Doppelklick oder Enter springen Sie direkt in die entsprechende Kartei. Generell wurden die meisten Menüpunkte in Stammdaten und Bewegungsdaten unterteilt. In den Stammdaten finden Sie Daten, die über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben, wie zum Beispiel Mitarbeiter, Benutzer, Heilmittel und so weiter. Man könnte quasi sagen, Ihr Praxisinventar. In den Bewegungsdaten finden sich Daten, die im laufenden Betrieb immer wieder verändert werden, wie zum Beispiel Kassenbuch oder die offenen Posten. Und damit sind wir schon am Ende dieses Kurzvideos angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.